Flux FM in digitaler Gesellschaft. Ja, Volker Tripp von der digitalen Gesellschaft. Er hat mit seinen Kollegen und Kolleginnen vom Verein, der sich einsetzt für Bürger und Rechte, Grundrechte im Internet, er hat sich durchaus auch für die Abschaffung der WLAN-Störerhaftung eingesetzt und ist heute ein glücklicher Mann, möchte ich fast sagen, oder? Ja. Du grinst über beide Backen. Die Nachricht des Tages, sie ist hier in den Nachrichten schon verbreitet worden, aber auch alle Online-Medien haben darüber berichtet. Die WLAN-Störerhaftung wird abgeschafft. Bevor wir da jetzt ins Detail gehen und uns darüber unterhalten, warum man sich freuen kann unter Umständen, lass uns doch nochmal aufklären, was die WLAN-Störerhaftung eigentlich besagt hat. Was hatte die für Auswirkungen auf Leute, die zum Beispiel ein offenes Netzwerk anbieten wollten? Ja, wegen der WLAN-Störerhaftung war es so, dass diejenigen, die ihr WLAN für die Allgemeinheit geöffnet haben, damit rechnen mussten, dass sie für Rechtsverletzungen haftbar gemacht werden und kostenpflichtig abgemahnt werden, die eben Nutzerinnen und Nutzer über dieses Netzwerk begangen haben. Obwohl eben die Betreiber nichts weiter gemacht haben, als anderen den Zugang zum Internet zu ermöglichen. Und das heißt, du machst dein WLAN auf, ich lade mir einen Film runter. Und du musst latzen. Genau, genau so ist es. Ja, exakt. Wenn ich mir über das dein WLAN das runtergeladen habe. So sieht's aus. Wie ist das in anderen europäischen Ländern? Gibt's da sowas in der Art auch? Oder wie steht Deutschland da insgesamt im Vergleich da? Das ist schon ein deutsches Unikum. Ja? Also diese Rechtslage gibt's tatsächlich nur in Deutschland. Typisch deutsch ist die WLAN-Störerhaftung, könnte man sagen. Und in anderen Ländern gibt's das so überhaupt nicht. Es gibt zwar in manchen Ländern, sagen wir mal, eine Haftung des WLAN-Betreibers, wenn er jetzt tatsächlich dazu aufruft, dass man über sein einen Zugang, zum Beispiel Urheberrechtsverletzungen begeht, aber eben nicht einfach nur das bloße zur Verfügung stellen des Zugangs. Das reicht eigentlich nirgendwo aus für eine Haftung, nur halt hier. Jetzt ist das wohl in der Mache, dass das abgeschafft wird. Die WLAN-Störerhaftung ist quasi auf dem Weg, sich zu verabschieden. Ihr habt bereits 2012 einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der zweimal in den Bundestag auch eingebracht worden ist und der jedes Mal aber scheiterte an der Union. Was war jetzt der Auslöser fürs Umdenken? Was glaubst du? Tja, ich glaube, in allererster Linie war das ein Machtwort von Kanzlerin Merkel in der vergangenen Woche, die SPD und Union quasi mal etwas rüde dazu aufgefordert hat, sich doch jetzt gefälligst mal in dieser Sache zu einigen und doch jetzt endlich mal zu Potte zu kommen. Weil sie selbst versucht hat, in ein offenes Netzwerk zu gelangen? Oder? Na, das weiß ich nicht. Vielleicht liegt es auch eher daran, dass es in diesem Monat noch einige größere Internetkonferenzen gibt und das für Deutschland auch immer so ein bisschen peinlich ist, nicht wahr, wenn man dann vor den anderen Ländern dasteht, so als das Einzige, was eben immer noch keine offenen Netze hat. Ein anderer wichtiger Gesichtspunkt war ein Plädoyer des Generalanwalts beim EuGH. Der hat in einem Verfahren von einem Münchner Veranstaltungstechniker gegen Sony Music sich eben dafür ausgesprochen, dass die WLAN-Störerhaftung gegen europäisches Recht verstößt und dass auch jegliche Bedingungen für die Störerhaftung, so wie sie früher noch im Gesetzentwurf von SPD und Union formuliert waren, ebenfalls gegen europäisches Recht verstoßen. Also er hat ganz klipp und klar gesagt, Störerhaftung muss weg, es darf keine Bedingungen geben und auch irgendeine Form von kostenpflichtiger Haftung der Betreiber darf es nicht geben. Und was war das für ein Urteil, um was es da damals ging? Es ist noch gar kein Urteil, das kommt erst noch, sondern der Generalanwalt ist so eine Art Gerichtsgutachter, der immer vor dem Urteil des EuGH den Verfahrensstand zusammenfasst, dann so vor dem Hintergrund der bisherigen Rechtsprechung des EuGH abbildet und einen Entscheidungsvorschlag macht. Warum hat das Umdenken in der Politik jetzt so lange gedauert? Du hast gerade gesagt, Angela Merkel hat ein Machtwort gesprochen offensichtlich. Ja. Warum hat sie dafür so lange gebraucht? Ja, warum sie jetzt genau dafür so lange gebraucht hat, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil das so ihr Stil ist, die Dinge erstmal laufen zu lassen und zu schauen, wohin sich das Ganze entwickelt. Die Tatsache, dass man jetzt nicht früher an den Punkt gekommen ist, an dem man offensichtlich jetzt ist, liegt eigentlich nur daran, dass die Union doch immer recht große Bedenken dagegen hatte, die Netze einfach bedingungslos aufzumachen. Weil es hat dann immer geheißen, naja, wenn die Leute anonym im Netz unterwegs sind, dann machen sie ja sowieso nur Unsinn, dann begehen sie Straftaten, dann verhalten sie sich rechtswidrig, so im Schutze der Anonymität. Interessant das Menschenbild mal so nebenbei bemerkt, finde ich, was dabei zutage tritt. Aber das war tatsächlich, also vor allen Dingen so von Seiten des Innenministeriums immer die, also der größte Grund, warum man sich eben nicht bewegen wollte. Sehr schön. Wir werden gleich nochmal ein bisschen weiter quatschen darüber, welche Auswirkungen jetzt diese Abschaffung der WLAN-Störerhaftung hat. Mhm. Ist das jetzt wirklich alles Gold, was glänzt? Befinden wir uns im WLAN-Paradise in Germany? Oder ist es so einfach dann doch nicht? Dazu in wenigen Minuten mehr. Zwischendurch nochmal Adam Green auf dem Plattenteller mit Nature of the Clown. Adam Green, der verrückte Hund mit Nature of the Clown vom neuen Album Aladdin, zu dem es übrigens auch einen Film gibt und der ist wirklich verrückt. Guck da mal
im Netz nach. Apropos Netz, bei mir im Studio ist Volker Tripp immer noch von der Digitalen Gesellschaft, die einen guten Tag erlebt am heutigen Mittwoch, denn die WLAN-Störerhaftung scheint abgeschafft zu werden. So vorsichtig möchte ich es fast formulieren, obwohl die Online-Medien da klarere Formulierungen gefunden haben. Was glaubst du, Volker, wird passieren jetzt in Deutschland, wo die WLAN-Störerhaftung abgeschafft wurde oder abgeschafft wird oder abgeschafft zu werden scheint? Ist es freies WLAN für alle? Sind wir im Paradies der offenen Netze unterwegs? Was sind die Möglichkeiten? Also das muss ich mal zeigen, ne? was tatsächlich am Ende dabei rauskommt. Denn es hat ja jetzt auch schon immerhin 4 Jahre zum Beispiel seit unserem Gesetzentwurf gebraucht und auch seit 1,5 Jahren redet eben die Koalition über einen Gesetzentwurf in dieser Richtung. Also ich glaube es, wenn ich es dann sehe tatsächlich. Mhm. Das heißt, wir müssen vielleicht noch ein bisschen abwarten und dann auch wirklich genau hingucken, was darin geregelt wird. Es gibt da so ein paar juristische Feinheiten, also insbesondere die Frage, erstreckt sich jetzt diese Abschaffung der Störerhaftung auch auf Unterlassungsansprüche oder nicht? Ja, und wie ist es eigentlich mit dieser vom Generalanwalt geforderten Kostenfreistellung auch hinsichtlich Anwalts- und Gerichtskosten, sodass vielleicht Abmahnungen finanziell einfach gar nicht mehr interessant sind? Mhm. Also das muss ich dann noch zeigen, wie das im Detail ausgestaltet wird. Es sieht jetzt erstmal ganz gut aus und wir können uns eigentlich wahrscheinlich darauf freuen, dass wir doch deutlich mehr offene Netze in Deutschland sehen werden in Zukunft und dass es einfach mehr zu einem Teil der Normalität wird, dass man egal, wo man geht und steht, auch ohne Volumenbeschränkung ins Internet kann. Was bedeutet das denn für die Anbieter offener Netzwerke, die es jetzt schon gibt? Freifunk zum Beispiel, die haben ja hier eine Antenne bei uns auf dem Dach und senden von hier Netz in die Stadt hinaus. Was hat das für Auswirkungen für die Leute, wenn die WLAN-Störerhaftung abgeschafft wird? Ja, also für solche Leute wie die Freifunker hat es vor allen Dingen die Auswirkung, dass sie jetzt nicht mehr ihren Verkehr über Schweden routen müssen. Das hat man vorher immer so gemacht, weil das einfach ein europäisches Land war, in dem es die Störerhaftung nicht gab. Dann lag der Netzabschlusspunkt in Schweden und man hatte eigentlich dann dadurch keine rechtlichen Probleme. Jetzt muss man nicht mehr zu solchen Tricks greifen. Und vor allen Dingen wird das heißen, jeder Private kann sich jetzt mit einem 30-Euro-Router aus dem Technikmarkt behelfen, den hinstellen und den für andere aufmachen und muss erstmal nicht mehr damit rechnen, haftbar gemacht zu werden für die bösen Dinge, die andere Menschen über seinen Netzzugang dann machen. Und gibt es denn auch mögliche Nachteile für Betreiber oder vielleicht auch sogar für die Nutzer? Ja, das, wie gesagt, wird vor allen Dingen davon abhängen, wie denn jetzt genau diese Abschaffung der WLAN-Störerhaftung im Detail juristisch gemacht wird. Und da, glaube ich, müssen wir nochmal abwarten und dann wirklich genau draufschauen und eventuell dann auch nochmal nachsteuern. Aber im Großen und Ganzen sehe ich da eigentlich jedenfalls für die Betreiber keine Nachteile. Ja. Die Nutzer sollten immer dran denken, wenn man über ein offenes Netzwerk ins Netz geht oder Daten versendet, dann sollten diese Daten selber verschlüsselt sein. Ja. Also offenes Netz, aber verschlüsselte Daten, die darüber laufen. Ganz wichtig, denn ansonsten kann jeder theoretisch diese Daten mitlesen. Also ganz praktisch gesprochen heißt das, immer darauf achten, dass oben in der Browserzeile nicht nur HTTP, sondern HTTPS steht. Ja. Am besten Verschlüsselung für die Mails benutzen, dann auch die Verbindung zum Mail-Server, am besten über SSL und so. Also da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die man hat. Ist auch kein Hexenwerk, muss man sagen. Ne? Also die Technologie, die steht heute bereit und die sollte man dann auch tatsächlich nutzen. Das heißt, als Nutzer dann doch nochmal ein bisschen vorsichtiger sein mit seinen Daten. Wenn man sich im offenen Netzwerk herumtreibt. Ja, ganz sozusagen. Generell. Also so ein Bewusstsein für Datenschutz und Datensicherheit, das tut eigentlich jedem ganz gut, finde ich. Und das sollte man immer mal dran denken. Wie ist jetzt der Fahrplan fürs Gesetz? Wann tritt das in Kraft? Gibt es da noch Hürden bis dahin? Oder wie ist da der Stand der Dinge? Ja, momentan liegt dieser Entwurf im Wirtschaftsausschuss. Gab auch schon die erste Lesung im Bundestag und stehen eben jetzt noch die zweite und dritte Lesung aus. Was sie jetzt machen müssen, ist, dieser bestehende Gesetzentwurf, den muss man eben jetzt relativ stark verändern. Das könnte theoretisch relativ schnell geschehen und wenn man möchte, das hat man ja zum Beispiel auch bei der Vorratsdatenspeicherung gesehen, kann man so ein Gesetz auch innerhalb kürzester Zeit durch den Bundestag prügeln. Mal schauen, ob das jetzt hier auch so passieren wird. Wie gesagt, Merkel hat Druck gemacht und möchte eigentlich am liebsten noch in diesem Monat die Störerhaftung vom Tisch haben. Ich denke, jedenfalls vor der Sommerpause werden wir es hinbekommen. Ob es diesen Monat tatsächlich klappt, weiß ich nicht. Aber also es ist wirklich in greifbarer Nähe. Ich sage an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Das kann man ja durchaus mal machen, denn ihr habt euch seit 2012 für die Abschaffung der WLAN-Störerhaftung eingesetzt und ihr habt durchaus etwas mehr sogar erreicht als einen Etappensieg. Ihr habt mit eurer
mit eurem Engagement dafür mitgesorgt, dass es eben soweit ist. Und insofern gehen die Props raus an die digitale Gesellschaft, sag yo, ich mal. Jo, ja, danke schön. Wir freuen uns auch wirklich sehr. Wie gesagt, also wir sind immer noch verhalten optimistisch, ja, denn wir müssen jetzt mal die Details genau anschauen. Ja. Aber es sieht tatsächlich ganz gut aus. Und es zeigt halt nochmal, was für dicke Bretter das sind, die man in Sachen Digitalpolitik in Deutschland bohren muss und wie lange es eigentlich dauert. Man muss sich mal klar machen, so eine Kleinigkeit wie die Abschaffung der Störerhaftung, da geht es um einen Paragraphen im Telemediengesetz. Seit 4 Jahren doktern wir da dran rum und insofern ist einfach eine ziemlich langwierige Angelegenheit. Ja, aber es spricht eben dann doch wieder dafür, dass die Zivilgesellschaft durchaus noch Power hat und dass man auch einen langen Atem haben muss oder haben sollte, wenn es um sowas geht und dass sich das dann aber auch lohnt, den eben zu haben. Vielen Dank, Volker Tripp. Vielen Dank auch an deine Kollegen und Kolleginnen fürs lange Durchhalten und fürs dicke Bretter bohren. Die WLAN-Störerhaftung wird von der Großen Koalition abgeschafft. Das bedeutet, dass es demnächst wohl mehr offene Netzwerke in Deutschland geben wird, denn die Anbieter von offenen WLAN-Netzen wie in Cafés und so weiter, die müssen nicht mehr für das Fehlverhalten ihrer Nutzer haften. Vielen Dank, Volker Tripp. Schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Tschüss.